Hallihallo Leute und damit herzlich willkommen bei Destiny, denn wir haben die Ehre, es schon vor der Veröffentlichung zu zocken, und zwar bei der Beta. Ja, ich habe mir das Game mal vorbestellt und wir haben ja einen Code bekommen, bei dem wir die Beta von Destiny halt zocken können. Und ich freue mich schon riesig drauf und will euch gleich mal mitnehmen in das ganze Gefecht hier. Und kommen wir direkt mal zur Charakterauswahl. Also davor war jetzt kein Bildschirm, kein Startbildschirm, sondern es ging eigentlich direkt los. Dann schauen wir mal rum. Den Titan, den Jäger und den Warlock gibt's. Also beim Titan, das sind wir anscheinend mehr so das normale Soldat, wo halt noch so ein paar Fähigkeiten dabei hat, aber das interessiert mich jetzt ehrlich gesagt nicht so. Den habe ich schon gesehen, den spielen ziemlich viele. Deswegen nehmen wir einfach mal den Jäger. Gehen wir einfach mal blind rein. Oh, Gesicht anpassen. Entschuldigung, wenn der Sound gerade noch extrem laut ist, deswegen versuche ich auch gerade ein bisschen lauter zu sprechen. Aber es ist gerade echt beschissen, weil ich konnte nichts einstellen. Oh, das sieht ja ach geil aus. So, dann nehmen wir den einfach mal so. Die Augenfarbe. Hey. Ach so, Außenfarbe. Wow, das sieht echt nice aus. Mundfarbe. Ja, schön, dass man seinen Mund so sieht. Machen wir einfach mal weiß, falls man den irgendwann mal sehen sollte. Gesicht. Was gibt es da noch? Augenfarbe. Das ist zu Standard. Ne, mit Blau sah das ganz cool aus. Kopfmerkmal. Irokese. Kleine Flügelchen. Also ich finde, ehrlich gesagt, irgendwie das ganz nice. Obwohl es mehr so aussieht, als hätte er riesige Augenbrauen. Ich glaube, ich lasse einfach das. Das sah schon gut aus. Die Kopfmerkmalsfarbe können wir auch noch einstellen. Dann machen wir die doch mal in weiß. Kriegsfarbe. Ne, Kriegsmal. Ah, okay. Okay. Na, dann lassen wir das. Das sieht ganz gut aus. Und rein in die Sache. Activision. Ja, das Spiel ist von Bungie gemacht. Auch von denselben Produzenten wie Halo zum Beispiel. Deswegen habe ich extrem große Hoffnung an das Spiel und freue mich riesig drauf. Wow, das sieht wirklich verdammt gut aus. Thank you.
Wir nannten ihn den Reisenden. Und seine Ankunft veränderte alles. Wir erbauten eindrucksvolle Städte auf dem Mars und der Venus. Merkur wurde zu einem großen Garten. Die Lebenszeit der Menschen verdreifachte sich. Es war eine Zeit der Wunder. Wir blickten in die Galaxis und wussten, es war uns beschieden, im Licht anderer Sterne zu wandeln. Doch der Reisende hatte einen Feind. Eine Dunkelheit, die ihn über ganze Äonen durch die schwarzen Weiten des Alls verfolgt hatte. Jahrhunderte nach dem Beginn unseres goldenen Zeitalters fand uns diese Dunkelheit. Und das war das Ende von allem. Doch es war auch ein Anfang. Wow. Erstaunliche Intro. Also gefällt mir sehr. Ich hoffe, ich kann jetzt endlich mal die Soundoption einstellen, weil es geht mir jetzt schon auf den Sack, dass es so laut ist. Kosmodron. Altrussland. Erde. Hüter! Wer sagt's denn? Du lebst. Du ahnst nicht, wie lange ich nach dir gesucht habe. Ich bin ein Geist. Von nun an bin ich dein Geist. Und du? Naja, du warst lange tot, also wirst du vieles sehen, was du nicht verstehen wirst. Wir sind hier nicht sicher. Die werden uns in Stücke reißen. Ich muss dich in die Stadt bringen. Halt still. Keine Sorge, ich bin bei dir. Wir müssen weiter, schnell. Das ist Gefallenengebiet. Hier draußen überleben wir nicht lang. Los, hinter so, die Mauer. Endlich in-game. Jetzt checke ich gleich mit die Einstellungen aus. Helligkeit, Bildgröße, Standard, Tastenbelegung. Na, das kriegen wir eh noch alles erklärt. Umsehen, bewegen. Das wissen wir ja alles. Blicksteuerung, Blickempfindlichkeit auf 5. Umgekehrt, wer auch immer so spielt, soll sich bitte vergraben gehen. Untertitel automatisch. Ich hab dich gerade erst zurückgeholt. Wir müssen weg hier. Ganz ruhig. Ich will hier was umstellen. Charakter wechseln, nur Lautsprecher, Untertitel automatisch, Blicksteuerung. Hörst du mir überhaupt zu? Ja, ich höre dir, das gehen wir mal nicht auf den Sack. Bitte vertrau mir. Achso, es gibt ja da keine Pausen, stimmt ja.
Ja, okay, dann haben wir jetzt einfach mal ein Problem, Jungs. Ich kann noch nicht wirklich einstellen, ja, dass das leiser ist, ne? Oder ich hab's jetzt einfach übersehen. Abmelden, Helligkeit ist ja auch Schwachsinn. Bildgröße, Sprache, da müsste er dabei sein. Ha. Untertitel. Ah, jetzt egal erstmal. Ich krieg das Beute. Aber ist ja auch cool. Okay, ja, das habe ich schon kapiert. Lass mich nachdenken. Du brauchst eine Waffe, bevor die Gefallenen uns finden. Still. Sie sind genau über uns. Ich bin nur gesprungen. Eieiei. Fängt ja gleich schon mal gut an. Oh Mann. Hey, 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 beruhig dich. Komm raus, raus hier. Alter, da hinten saß was. Wieso habe ich kein Licht? Alter, schreck mich doch nicht. Sie jagen uns. Hier, ein Gewehr. Schnapp es dir. Nimm. Ich hoffe, du weißt, wie man das Ding benutzt. Ja, hoffe ich auch. Verpisst euch doch. Was war das? Alter. Sorry, Jungs, ich muss noch mal ganz kurz ein bisschen empfindlicher stellen, weil es mir noch zu träge. So schon eher. Ich hab mal voll den Bitch-Slap ins Gesicht, ey. Bestes Spiel. Aua. Es kommen noch mehr, aber wir müssen durch. Nur weiter.